Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Patrol Police Officer oder wie auch immer. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr da dabei seid. Das dürfte Folge 4 sein auf YouTube, wenn es denn kommt. Und wir haben tatsächlich einen Streifenwagen. So, wir haben vier von fünf Schichten gespielt und wir können jetzt mit einem Streifenwagen fahren. Ta-ta-ta-ta! Stelle Strafzettel aus und wir können jetzt Streifenwagen fahren. Leute, es wird. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Ich gehe jetzt raus und fahre mit meinem Streifenwagen durch die Hood. So, die Frage ist nur, wo ist der? Da! Alter! Call me King, danke für 30 Monate. Da ist er, Leute. Auf Kofferraum. Dich, mein Freund. Die Zeit vergeht so schnell. Mafuyu Herz. Ja! Das ist dein Streifenwagen. Vergiss vor dem Einsteigen nicht, den Kofferraum zu öffnen, wo du zusätzliche Werkzeuge findest. Okay. Da ist er, Leute. Da ist es. Was sagt ihr zu unserem Auto, Mann? Ist geil. Ist geil, ey. Damit fahren wir jetzt erstmal auf Streife, würde ich sagen. Ich hoffe, das Feeling ist geil, Auto zu fahren. Einzelstreife, linken. So, jetzt müssen wir erstmal in den Kofferraum. We go to the Kofferraum. Ausrüstung auffüllen. Was haben wir denn jetzt bekommen? Radarpistole, Waffe ausrüsten, Taschenlampe haben wir leider noch nicht. Dieses Feature wird mit einem zukünftigen Update eingefügt. Alter, ey. Stop, Police. Wie dumm das aussieht. Stopp. Oh mein Gott. Was ist da passiert? Warte, wir müssen absichern. Moment. Wie mach ich denn... Wir müssen absichern. Warum ist die Kamera so weit weg? So, abgesichert. Polizeicomputer. Achso, da kann man noch nicht so viel machen, ne? Ja, doch, unten. Warte mal, was war da? Achso. Okay, das befindet sich noch in Entwicklung. Okay. So, was ist denn hier schon wieder passiert? Ah, die hintere ist dem vorderen draufgefahren, das habe ich gesehen. Das habe ich ganz genau gesehen. Guten Tag. So, als erstes hätte ich gerne einmal Ihren Personalausweis. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein. Bitte schön, Officer. So, her mal damit, Lady. Mrs. Baker, Sie besitzen keinen Waffenschein. Hä? Ah? Ich rieche Alkohol. Mhm. So, wir machen jetzt erstmal einen Alkoholtest. Sind Sie damit einverstanden? Ist mir auch egal. Eieiei, die Karre sieht aber übel simuliert aus. Aha! 0,86. Haben Sie Drogen genommen, ey? Müssen wir natürlich auch nochmal testen. Oh, Junge, die ist übelst drauf. Okay. Die hat einfach alles. So, Unfallzeugen befragen. Ich kann Auto fahren. Ich war schnurgerade. Ja, ja. Ich mach erstmal Fotos jetzt. So, ich komme sofort zurück. Einen Moment. Ich muss mal Fotos machen hier. So. Zack. Zack. So. Oh, 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 oh. Geht aber hier auch noch. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Ja. Scheibe ist auch noch. Der Bericht ist ausreichend. Drogen war negativ. So. Ihr habt da ja recht. Okay. Aber die ist betrunken. Alter, was hat denn die für geile Schuhe an, Mann? Ehre. So. Guten Tag. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Die Zwillingsschwester. Guck mal, Leute. Ist das nicht bitte schön? Schön, Officer. Ist das nicht schön? Mhm. So, Mrs. Young. Okay.
Ist das andere auch ihres? Ja. Viertürer. Kennzeichen. Okay. So. Klären Sie mal, was ist passiert? Wie diese Person gefahren ist, das sah gefährlich aus. Ja, das gibt auch Ärger hier. Ne? So. Warte mal. Oh. Was kann man denn hier machen? Warte mal, Fahrer. Aha. Oh mein Gott. Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Denn der Ausweis war abgelaufen, ne? Der Ausweis war abgelaufen. So, da können wir jetzt erstmal den Unfallbericht hier geben. Ihr Unfallbericht. Okay, danke, Officer. So, zack. So, und dann würde ich sagen, die können wir schon mal laufen lassen. Sie dürfen fahren. Und die andere müssen wir festnehmen. Fahren Sie vorsichtig. So, gucken, ob die dann... Das, also damit kann man noch... Ist rot, ne? Hallo? So. Das sieht doch noch funktionstüchtig aus, das Auto. Übermorgen ist sie zu Hause. So. So. Gut, gut, gut. Das ist alles egal. Ah, ich muss mal das Kennzeichen nochmal überprüfen. Warte mal eben. Okay. Das ist alles sauber. Oh. Die haben alle Knarren dabei, was ist denn hier los? Guck mal noch hier rein. Ich würde sagen, hier ist ein kleiner Stau. So, den Wagen lasse ich aber abschleppen, ne? Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Nee, hallo. Stopp. Moment. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. So. Die hatte keinen Waffenschein, ne? Die hatte keinen Waffenschein. Ich muss Sie festnehmen. Sie führen eine Waffe ohne Genehmigung mit sich. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Bitte, Officer. Hör mal jetzt mit dir, du Luder. So, jetzt machen wir erstmal die Straße wieder frei. Aufklärung einer Situation Holger! Erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Den Einsatz kann man nicht. Ihre Karte hat jetzt neue Informationen zum Aufenthaltsort der verdächtigen Person. Das ist immer sick. Okay, wir müssen gleich jemanden noch suchen, okay? Was steht da? No stopping anytime. Ja, ist da kein Problem. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Ups, aber wer soll mich denn schon bestrafen? So, okay. Wir warten jetzt noch auf Ihr Taxi, Ma'am. Und dann ist der Einsatz hier beendet. Lassen Sie den Finger vom Alkohol und von Drogen und nehmen Sie keine Waffen mit, wenn Sie keinen Waffenschein haben. Da bin ich auch Fuchsteufel wild. Vor allem das PD ist doch hier. Und bin gleich bei Ihnen. Ey, das Gebäude ist doch hier. Ich kann sie doch mitnehmen. Na, egal. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. So. Komm mal rüber hier. Bitte, begleiten Sie mich widerstandslos zum Streifenwagen. Widerstandslos? Wenn's sein muss. Oh, wenn's sein muss. So. Tschüss. Jetzt müssen wir jemanden suchen. Also, Murphy Hudson, männlich.
Was? Kukaisch? Gelbe Haare, violetter Anzug, blaue Hose. Bewaffnet? Nein. Okay, wir warten immer ganz kurz, bis der Unfall hier beendet ist. Ja. Hallo? So, der Abschlepper muss auch noch wegfahren. So. Blinker. Wie machen wir den Blinker an? Und E. So, wie mache ich Sirene? Ja, bei welchem Einsatzgebiet muss ich denn suchen? Habe ich hier so eine Karte oder so? Ah, hier ist der. Okay. Es arbeitet ja noch eine Arbeit aus. Ist echt so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zur Hölle? Was ist hier passiert? Ach du Scheiße! Ich bin wohl nicht wirklich gut gefahren. Tut mir leid. Oh, er gibt's zu. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein bitte. Bitteschön, Officer. Da läuft auch die Zeit ab beim Auftrag. Wo steht das? Ist der das alle? Collins. Ah, was? Was? 16.05. Ablaufdatum. Warum verfolgt ihr mich überall? Ablaufdatum. Okay. Ja, Sir, haben Sie irgendwelche Sachen genommen? Er ist negativ. Ist 014, ist das hoch? So, ich brauche mal die Kamera. Gott. Ist ja alles im Arsch. Ich meine, der fährt den ins Heck und vorne ist auch kaputt, okay. Ach du Scheiße. Motorhaube aber auch noch. Motorhaube aber doch auch. Bis zu 0,08 ist erlaubt. Also hat der über, drüber, Leute. Ja, drüber, ne? Ja, das haben wir alles. Jetzt fahren wir mal hier nach ganz kurz. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. Der Personalausweis dieser Zivilisten ist abgelaufen. Du kannst eine Strafzelle ausstellen oder mit einer mündlichen Verwarnung davonkommen lassen. Und die hat aber keinen Versicherungsschein. Tyrex oder T-Rex, dankeschön. Sie bekommen einen Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar.
Warum ist das so teuer? Ja. Ich bin ganz normal gefahren. Der Bericht ist ausführlich, okay. Da können wir eh schon mal den Unfallbericht geben, aber die Autos müssen abgeschleppt werden. Beide. Wir fangen mal mit dem hier an. Müssen wir nochmal durchsuchen ganz kurz, aber das muss auf jeden Fall abgeschleppt werden, also beide. Ist ja kein Zustand. Wir haben nichts gefunden. Ein Auto muss abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. So. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Warte mal, den muss ich ja festnehmen, den Jungen, ne? Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ja. Bitte gehen Sie auf den Bürgersteig. Ja, die Schwedin! Dankeschön für 10 Monate. Bitte, Officer! Ach, die Nummernschilder liegen ja auf dem Boden, WTF. Also das habe ich schon. Ist auch weg. Ein Auto muss abgesteppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Warte mal. Okay, die geht einfach, okay. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Mali, Dankeschön für 30 Monate und Phoenix, Dankeschön für 100 Bits. So, Auto stellen wir mal hier hin. Aber der wurde schon mal abgeschleppt. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Abschlepper hier durchkommt, ne? Wenn hier... Boah, Alter, der rammt den hier weg. Bist du bekloppt? Warum rammst du das Auto denn? Hä, warum rammst du dein Auto denn? Bist du doof? Ja, ich hatte das Auto wohl nicht ganz unter Kontrolle. Andi, danke für 200 Bits. Hä? Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Bitteschön, Officer. Ja, gib mal. Hä? Okay. Ja, was soll ich mit der machen? Okay, hier ist Ihr Unfallbericht. Danke, Officer. Bitte, jetzt verpiss dich. Mann. Das war's. Sie können fahren. Magnum, danke für 6 Monate. Einen schönen Tag noch. Ey, ich komme hier nicht weg, Leute. Wo bleibt denn der Abschlepper? Ich sperre nochmal ab hier, warte mal. Wo ist das Abschleppauto? Da hinten ist er. So, einmal dran vorbeifahren, bitte. Guck mal, alles hier, Passanten, die gaffen. So, jetzt müssen wir warten hier. Was ist denn mit dem? Warum fährt denn der da vorne nicht? Ich krieg zu viel, Alter. Was ist denn hier los? Fahr doch! Fahr doch! Oh mein Gott! Hä? Hier! Oh! Ja, parken! Alter! Junge, ich muss... So, hau ab jetzt! So, jetzt fahrt! So, jetzt da! So, jetzt! Oh, endlich! Nein, wo fährst du denn hin, Abschlepper? Dein Auto steht doch hier! Was machst du denn?
Was machst du denn? Wie soll ich denn die Unfallstelle räumen? Ich krieg das Auto doch nicht weg ohne Abschlepper. Ach, leck mich doch am Zuckerli, Alter. Was soll ich denn machen? Ah. Oh. So. Ihre Schicht ist um, Officer. Nee, ich hab da noch eine Suche hier. Ah, okay. Wenn man wegfährt, ist der Einsatz am Bennett. Von der Ego-Perspektive ruckelt aber ganz ordentlich, ne? Aber warum ist denn das Field of View so komisch? Warte mal. Video. Ach so, okay, warte mal. Mal ein bisschen hier runter machen. So. Ah, nice. Junge. Geil, Alter. Oh mein Gott. Hast du den Typen abholen lassen? Du hast recht. Warte mal, ich muss mal kurz gucken gehen. Scheiße. Steht der da immer noch in Handschellen? Nee, ich hab den abholen lassen. Oder? Ne, da ist keiner mehr. Doch, Leute, hab ich. Der steht da immer noch, Leute. So. Aber ich feiere dieses Game so, ne? Also, das ist echt geil. Aber müssen wir ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. Polizeicomputer ist M, ne? Hallo. Wir müssen runter. Der ist im Park, also. Okay. Sample, Dankeschön für 27 Monate. Hast, glaube ich, da Minuspunkte für bekommen. Das kann sein, ja. Wie ist denn eure Meinung jetzt zum Spiel so, nachdem wir länger gespielt haben? Viele Freak, danke für 5 Monate. Danke für die tolle Unterhaltung. Dankeschön, Leute, für den Support, Mann. Oh. Im Multiplayer dürfte das echt witzig sein, ja, auf jeden. Boah, hier ist aber Rotphase des Todes, ne? Ah ja. Wir müssen zum Park fahren. Oh, Junge. Der Park ist von uns links. Wir können im Streifenwagen direkt auch Geschwindigkeitsmessung machen. Geil. Ist das nice. Aber das Fahren ist auch geil gemacht. Oder hier ist der Park, ne? Ne, noch nicht. So. Huch. Wir können eigentlich hier parken und in den Park gehen. Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Kann ich jetzt auch? Warte mal, das wäre geil, wenn das geht. Warte mal, das interessiert mich jetzt mal. Warte mal. Kann ich? Ah, wäre geil, wenn ich die setzen könnte. Okay, wir müssen jetzt in den Park. Wir gucken mal. Also, wie ist die Beschreibung? Gelbe Haare. Okay, das ist ja schon sehr markant. Gelbe Haare. Bin ich denn gerade in dem Gebiet? Oder kann ich die Karte aufrufen? Nee. Let the Press Kid. Danke für 3 Monate. So, gelbe Haare, Leute. Mhm.
Wollen wir suchen jetzt. Hallo. Gern ein Hotdog, ein Pretzeldog. Ah ja. Irgendwo im Park ist er hier. Wo bist du, Burschi? Where are you? Da. Sitzt jemand, aber hat keine gelbe Haare. Kommt jemand? Wir müssen weitersuchen. Sind ja keine gelben Haare, oder? Violetter Anzug? Nee. Nee. Nee, da sitzt eine Dame. Violetter Anzug. Der ist ja nicht violett. Nee, der hat auch keinen Anzug an. Warte, wo bist du denn? Du's? Warte mal. Nee. Das ist er nicht. Wo soll er? Hä? Was ist denn der? Der Bube. Blaue Hose. Violetter Anzug, blaue Hose. Das ist er nicht. Da, oder? Nee. Ah, nee. Nee. Wo ist er denn? Eine Frau? Wo bist du? On a lady, oder? Jo. Bestimmt ausgelockt, RP-Flucht. Ja, Mann. Mal wo? Meine Schicht ist seit gefühlt 300 Jahren schon zu Ende und ich finde ihn einfach nicht. Aber wo ist der denn? Checkt er sich hinter einem Baum oder so? Bäh! Das hier gehört nicht mehr zum Park, ne? Nee. Irgendwo hier soll der sein. Aber wo? Das ist er nicht. Das ist er nicht. Nein. Nein. Neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Wenn ihr doch wisst, wo er ist, warum holt ihr euch denn dann nicht selber, ey? Der Fisch. Ist der auf einem Baum, Alter? Wo ist denn der? Ich kann nicht springen, wie ärgerlich. Da ist er doch. Da. Ja.
Ich hol dich! Nein! Ist nicht dein Ernst? Ich kann nicht springen. Na jetzt? Wir haben die Verfolgung aufgenommen. Wir haben die Verfolgung aufgenommen, Chat. Kann man dort auch Fahrzeuge fahren? Ja, ja. Alles da, alles da. So, wo ist er jetzt? Scheiße, da vorne läuft er. Ihre Schicht ist längst zu Ende. Kommen Sie zur Wache. Jetzt warte sofort. Doch mal, du Dutschkopf. Ich hab hier noch unseren Typ. Ihren Ausweis. So, Junge. Murphy. Natürlich. Bitteschön. Ja, damit. Ah ja. Murphy. So, was ist denn mit dem? So. Ich halte sie an, weil sie einem Phantombild ähneln. Da liegt eine Verwechslung vor. Es scheint ziemlich selbstbewusst. Okay. Mach mal die Arme hoch. Teste dich mal ab hier. Marihuana haben wir dabei. Maschallah. Jetzt suchen wir mal nochmal ein bisschen richtiger nach dem Abtasten hier, ne? Ah. Nein, nein, nein! Ey, warte mal, wo ist Taser? Stehen bleiben! Bleib stehen! Ich weiß, dass du auch nicht springen kannst, genau wie ich. Und jetzt? Keine Ahnung, Mann, ist mir auch egal. Ich muss sie festnehmen wegen des Mitführens zu großer Mengen Cannabis. Bitte tun Sie das nicht. Oh doch, Amigo. Ah doch. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ja, wieder eiskalt, Leute. Da haben wir wieder den Taser benutzt. Ihnen sofort einen Wagen. Ja, in your face, Mann. So, wo bleibt denn jetzt? Wo ist jetzt mein Auto? Kommt der eigentlich mit, wenn ich laufe? Komm mal mit. Kann man den ziehen? Nee, ne? Komm mal hier. Hast du nicht, ne? Kuckuck. Kuckuck. So. Dann warten wir mal auf die Kollegen. Erfolgreich getasert. Hallo, ich bin hier, um die tatverdächtige Person in Gewahrsam zu nehmen. Begleiten Sie mich widerstandslos Machen zum Streifenwagen. Bringen Sie den weg. Schicht zu lang beendet. Wenn es sein muss. Jetzt gibt es Minuspunkte. Wo ist mein Auto? Scheiße, wo habe ich mein Auto geparkt? Ah, da. Geht noch nicht, ist aber geplant mit dem Ziehen. Okay, nice. Lauf, Forrest. Lauf. Ey, Mann, wo ist mein Auto? Okay, wir müssen zum PD zurück, sonst reißt die Chefin uns den Arsch auf. So. Das wird den einfach null. Die Sirene war ohne Grund angeschaltet. Mein Gott, ihr wisst ja für alles bestraft. Sie haben geatmet. Minus. Ja, ist echt so, ne? Du wirst bestraft für Überstunden. Oh, ist Einbahnstraße. Upsala. Auf Etage 5. Come on. So, rein da. Ja, was schalten wir als nächstes frei? Hä?
Warum ist das zu? Hallo? Okay, ist da die... Was ist das denn? Warum kann ich nicht da rein? Junge, ey. Aber ich find's geil, dass dieser, Ihre Schicht ist längst zu Ende. Ja, hab ich doch gerade gemacht! Sofort. Aber lass die Tür zugemacht, du Hexe, damit ich Ärger krieg. Ich muss nach Hause jetzt. Kriegst du uns Ärger, fahr. Soles, dankeschön. Oh. Junge, mach doch grün, ich krieg gleich wieder Punktabzug. Ich bin. Hä? Ich bin aber gar keine rote Ampel gefahren. Machst du nix, ne? Oh, Mann, ey. Okay, was schalten wir jetzt frei? Dann machst du nix, Leute, ey. So. Ja, alles Minen. Oh, toll. Oh. Oh mein Gott. 20%. Strafe für verlorene Verhaltenspunkte. Minus 23%. Geil. Du hast deine Woche beendet, deine Urlaubstage.